Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Bloodborne bei letsplays.org. Ich bin der Christian und ich bin in einer dunklen Windmühle oder sowas gefangen. Ich weiß es nicht. Ist das eine Leiter? Nein. Das da drüben dann auch. Hier gibt's ein Gerät. Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Okay. Vielen Dank für diesen tollen Hinweis. Gehen wir mal auf die andere Seite. Gucken, was uns da erwartet. Scheinbar nichts Gutes. Weil hier ist eine Brücke. Oh, da vorne kommt schon wieder so ein Schlangengedöns. Diese Schlangengedöner da. Ich will aber mal da hoch. Da liegt bestimmt noch irgendwas versteckt. Das eine oder andere. Da konnte man nicht entlang gehen, ne? Nee. Ja, das Gerät funktioniert aber derzeit leider nicht. Deswegen müssen wir hier wieder weiter durch den Wald laufen. Was haben wir hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Gerade irgendwie nicht. War aber wie ein Aufzug. Zwillingsblutsteinscherbe. Oh, können die nicht jetzt hier mal eine Laterne hinbauen? Gerät funktioniert derzeit auch nicht. Ja. Ähnelt so ein bisschen im Berliner Flughafen. Gerät ist da, aber Gerät funktioniert nicht. Dieser Wald ist auf jeden Fall sehr, sehr eigensinnig. Oder wie sagt man dazu? Er ist verwirrend. Verwirrend auf jeden Fall auch. Boah, da steht wieder so ein Schlangengedöns. Nee, das war jetzt was anderes, oder? I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß so vieles nicht. Ich weiß nur, ich habe ziemlich viel Angst hier bei diesem Spiel. Glänzende Münzen. Haben wir auch noch Schlangen als Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann. Und hier drin ist noch ein anderes Gegnerteil. Also bisher wurde ich von diesen Teilen jetzt hier noch nicht mal angegriffen. Entweder weiß ich, dass sie, oder entweder lasse ich sie einfach nur nicht so nah auf mich zu. Wieder ein bisschen des Verrückten. Was droppt er? Ein trüber Blutstein. Also hier hinter oder da oben drauf verbirgt sich auf jeden Fall noch ein Monster. So scheint... Boah, ist das ein riesen Grabstein. Wer ist denn hier verbuddelt worden? Alter! Das sind jetzt auch keine richtigen Gegner. Das sind einfach nur so stille Angstmacher. Die man auch nicht so wirklich sehen kann. Das ist nur so ein riesen Grabstein hier. Was? Ich bin bestimmt nah am Boss. Irgendwo hier? Da oben. Achso, da oben steht nur so ein Fettsack. Mhm. Platzt doch jetzt gleich auch wieder der Schädel. Haben wir aber nochmal rechtzeitig hinbekommen. Boah, meinst du, ob ich mir für 66.000 Blutechos für eine Transformation leisten kann? Ich könnte Son Goku werden. Der Son Goku auf Bloodborne. Wäre nicht auch eine coole Möglichkeit auf ihn. Ah, hier liegt noch ein Körper. Boah, jetzt hat mich das Ding aber auch mal angegriffen. Okay. Interessant, das könnt ihr also doch. Man wird vergiftet.
du mich eigentlich verarschen? Wie viel von den Teilen sind denn hier? Ist das hier ein Schlangenparadies oder was? Du falsche Schlange, du. Hier hinten liegt aber scheinbar auch. Nee, doch, da liegt noch was. Da kann man auch ins Wasser gucken. Interessant, interessant. So, da haben wir noch eine falsche Schlange. Ja, so. Boah, noch eine immer. Für jede Tote gibt es irgendwie drei neue, habe ich das Gefühl. Bin wieder vergiftet worden. Ja, ja. Da hinten glänzt aber nichts. Hier glänzt noch was. Gar nicht erst nah ran irgendwie. Hier mit unserer Doppelattacke. So. Ah, jetzt bin ich hier entlang gelaufen. Und nu? Lampen, Lampen, weist mir den Weg. Ah, guck mal, sieh mal in Hand. Ah, und da ist auch noch hier so eine. Nochmal so. Aber was ist das denn? Ist das irgendwie so eine Riesenmutter mit. Mit ihren kleinen Kindern oder was? Hier sind auf jeden Fall wieder Lampen, die mir den Weg weisen könnten. Da kriecht schon wieder. Boah! Und da ist die Mutter der ganzen Bestien. Alter, wenn das nicht mal ein Boss ist. Hau ab. Ist das der Boss oder? Vater, Mutter, Kind? Nee, scheinbar nicht. Boah, die hat zu viel getrunken. So, und jetzt kümmere ich mich um dich, du Drecksvieh. Boah, langsame Vergiftung. Worauf stehen Schlangen denn nicht? Auf glänzende Münzen? Nee. Ey, ich hab doch irgendwo ein Gegengift. Ah. Nimm es. Nimm es zu dir. Ich wette, wir müssen gleich auch gegen so eine Schlange kämpfen im Boss-Modus. Boah, jetzt habe ich das Riesenvieh besiegt, okay. Mit meinem Blitzgedöns. Aber das sieht auf jeden Fall schon interessant groß aus. Ich wette, gegen so ein Vieh geht's dann gleich auch. Was sind das für Geräusche, die hier kommen? Die Geräusche werden immer schlimmer. Und ich ahne Fürchterliches. Ja. Bevor ich mich jetzt hier noch weiter rein wage, werde ich mich verabschieden und bedanken dafür, dass du zugeschaut hast hier bei dieser Folge von Bloodborne. Und hoffe, dass wir... Oh, da hinten ist noch so ein Schlangenkopf. Dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ich hier weiter durch den verbotenen Wald gehe. Oh, da ist er schon wieder. Was ist das denn? Da hat er noch Holz gefressen. Naja, ich bedanke mich und hoffe, dass du bei der nächsten Folge hier von Let's Play Bloodborne bei letsplays.org wieder einschaltest. Ich bin der Christian und sage bis dahin.